Zombie Apocalypse. Hallo ihr. Am Montag. Hallo. Servus miteinander. Ja, dann haben wir fertig, was? Aber holla die Wald für die beiden, die. Ja. Ach du. Jesus, Martha, also. Ja, es ist schon nicht schlecht, ne? Und dann kommt jetzt hier was hin? Michel? Verwaltungsgebäude. Verwaltungsgebäude, also Polizei ja. Oder was? Stadtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, glaube ich auch. Ja, Sepp, hallo. Telefon. Hallo? Ja, Sepp. Hallo? Obermeier. Hier ist der Elias Schneider. Ach, Elias, hallo. Hab ja, wir haben ja schon. Beim Bahnhof. Könntet ihr mich klar. Vielleicht abholen, weil ich habe kein Auto. Ja, mache ich, alles klar. Ja, ich komme da danke. Hoch. Jo. Tschüss. Ja, Michel. Was? Ja, ne. Ah, okay, ja. Kevin? Wo willst denn du hin? Das ist ein alter Schulkumpel. Ja, kannst du nachher machen, wir haben zu tun. Abmarsch. Wir müssen Schaffle. Schaffle, Häusle bauen. Kennst du doch, ne? Ich komm nachher noch mal runter. Richtig. Tschö. Oh Mann. So, jetzt sag mal, hast du das jetzt verstanden hier? Also da kommt jetzt die Polizei und Verwaltungsgebäude der Stadt hin. Und dann kommt jetzt hier noch ein Praktikant, für den du kennst, oder was? Aber nein, wir haben noch Pizza oben. Ja, ich habe einen Drescher bestellt, davon mal ab, mal gucken, mit was sie ankommen. Ja, den Drescher muss ich schon bezahlen. Der Drescher hat ja nichts mit der Arbeit zu tun. Oder? Du und einig werden, ne? Jetzt sag mal an, hier. Was läuft denn eigentlich bei dir verkehrt? Komm. Ja, nee, das muss nicht ich fragen, das habe ich dich gefragt. Bring mich mal lieber bitte wieder zum Drescher. Und dann bringst du Sojabohnen gleich weg, bitte. Weil der ist, die sind ja voll. Ne? Danke. Ja, so. Tschö. Hier oben kommen gilt noch runter. Jo. Ich verlaufe mich mit dem Gildner runter. Patzi wird da langsam auch noch. So. Oh, wo ist das denn? Ah, nein, geht noch. Okay. Du hast doch gesagt, du kommst mit dem Güldner. Ist
oben wieder weitermachen. Ich bin da am Kalken und Düngen auch noch. Ja, dann mach fertig. Kerl, Kinder. Wie sieht's denn aus? Wir bräuchten da mal Flüssigdünger. Soll ich da mal was von bestellen? Wofür brauchen wir Flüssigdünger? Herbizid, also. Ja, dann Herbizide, wenn wir die brauchen, dann bestellen wir die, natürlich. Darfst du dann machen. Wollte ich jetzt gleich mal vorbeifahren. Ja, kann ja mal der Praktikant hier hochbringen. Musst du ja nicht machen. Kannst ja auch telefonisch bestellen. Ja. Muss sowieso daneben was mit denen da so. Ja, dann mach das. Das passt. Blatthandel. Jo.
Gobbe oder da? Jo. Sag mal. Mir ist gerade was aufgefallen. Was? Wir hatten gerade noch 115.000. Jetzt haben wir nur noch 110.000. 105.000. Ja. Hast du, das sind jetzt nicht 10.000 für Herbizide gewesen, oder? Nö, da haben sie noch gar keine Rechnung geschickt. Ja, aber, hä? Dann muss ich gleich mal unsere Finanzen überprüfen. Kann das vielleicht sein, weißt du, da kamen doch jetzt so, so Leute und haben die Schilder. Aha. Ja, ich mir auch nicht. Ich lass mal Gertrudels fahren. Ich gehe mal oben checken im Büro, was wir für Ausgaben hatten. Jo. Gleich kommen Einnahmen. Das hört sich gut an. Danach wieder Ausgaben. Haben die uns überhaupt schon eine Rechnung geschickt für die anderen Sachen, die wir bestellt haben? Nö, vielleicht fällt ja nicht auf. Oh. Stimmt. Was sagt denn der Gültner von Erwartung her? Müssen wir den mal warten lassen? Ja, vielleicht müsste Öl mal kontrolliert werden. Okay. Also bei dem Motor ist schon mal zu 11,2% die Farbe ab, was jetzt. Okay, oh, das war ein schöner Betrag. Das war ein sehr schöner Betrag. So, dann gucken wir mal. So. Dann gucken wir mal. Ach du Heiliger. Ja. Ja. Ach, hör auf. Ja. Okay. Das hat er an seine Eltern gekauft. Ja. Okay, wollen die hier Urlaub machen? Weiß ich nicht. Jetzt machen sie gerade. Jetzt macht er gerade Praktikum bei Sepp und Michel. Und das finde ich schon mal witzig. Beide fahren mit dem 1050 und so einen 7 Meter Flug rum. Okay. Und er hat so einen kleinen IHT mit, ich glaube, 2,5 Meter oder so. Ah. Ja, auch nicht schlecht. So. Also, unsere Finanzen, ne? Verdammte Hacke. Hat sich mal bei dir von der Bank gemeldet? Nö. Bei mir auch nicht. Ja, aber wieso haben wir denn den... Hä? Ich habe auch keine Unterlagen dazu. Warte, ich komm jetzt... Da gucke ich auch mal. Da ist nichts bei. Da ist auch nichts bei. Weil ich vermute mal, weil du gerade vor 2 Minuten erst den Computer hochgefahren hast. Nee. Ich fahr jetzt mal rechts ran hier. Nee, du fahr mal erst zu Ende und komm erst mal bitte zum Hof und guck mal auch bitte, was die Hildegard am Feld macht. Dies ist ja abgehandelt, da kann man ja die Ecke hier mitnehmen. Boah, ist das die Dieselschleuder, ey. Hast du dir gekauft? Ich hab nichts gekauft. Welche Knellerkiste? Die hier. Die stand hier auf dem Hof. Pass auf. So. Wir haben hier einen Kredit von 250.000. Ich habe aber gar keinen Kredit aufgenommen.
Nee, da musst du nicht mit der Bank sprechen, da muss ich mal mit der Bank sprechen. Das geht ja so nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum wir einen Kredit von 250.000 haben, obwohl ich gar keinen Kredit aufgenommen habe. Ja, auf jeden Fall bitte. Ja, das muss man nachher mal gucken. So. Wo warst du denn jetzt zugange? Was hast du denn gemacht? Ja, und was noch vorher? Okay, ja, dann haben wir ja eigentlich nichts mehr, ne? Also unten das Feld, du meinst die 31. Ja, 21. Ja. Ah, könnten wir tun. Was machen wir denn drauf? Also Hafer haben wir 11.000. Da kommt ja dann nochmal Hafer auf jeden Fall. Weizen haben wir 21.000. Ja, Hühner könnten wir eigentlich mal holen, ne? Ja, gut. Apropos Stroh, wie viel Stroh haben wir denn jetzt? Nicht viel, 162.000 haben wir, mein Engelchen. Ich, pass mal auf. Dann juckel da mal runter. Mach das Feld soweit ready. Dann tanke ich den gleich ab und ich überlege mir mal, was wir dann nachher mit dem Stroh machen, weil wir müssen ja das Stroh auch noch irgendwie verarbeiten, ne? Also wir haben ja unten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch noch Strohlager, die stehen in Ballenform, ne? Ein Wasserfass haben wir. Ein Wasserfass haben wir ja. Ja, Moment, ich bin auf dem Weg. So schnell ist dein alter Vater nicht. Ja. Hildegard. Die hört wieder nicht. Moment. Ach, Mann, komm, Hildegard, lass den Pfad hier selber machen. Komm. Wir haben also jetzt Silage, wir haben Stroh und wir haben Heu, richtig? Ja, Heu haben wir aber nur... über 100.000 Liter. Auch, okay. Ja. So, Hildegard, hier, du darfst wieder. Gut, dann gucken wir mal. Ja, lass den Fendt mal oben stehen. Passt schon. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen Einstreuer, richtig? Wir brauchen einen Futtermischwagen. Da können wir aber einen Hänger nehmen.
Eigentlich bräuchte ich mir noch einen Trecker. Ja, aber sub. Ich hab. Damit wir dein. Du sollst ja deinen Führerschein machen. So. Der Güldner bleibt auf dem Hof als Hofstück. Du kriegst einen neuen. So. Dann kannst du dir einen aussuchen. Aber was Vernünftiges. Oder du kriegst den Fan von mir. Dann suche ich mir was Vernünftiges aus. Weil du musst ja nicht gleich einen Neuwagen kaputt fahren. So. Und dann brauchen wir definitiv unten was für die Ballen. Heißt, wir brauchen auf jeden Fall eine Ballenpresse. Naja, du kannst ja den Fendt nehmen. Genau, das machen wir auf jeden Fall. Denn ich hätte schon eine Idee, weil wir sollten uns vielleicht doch nochmal umgucken, was haben wir jetzt an, genau an Geräte. Haben wir jetzt eigentlich einen Flug hier? Wo ist denn der? Wo ist denn der Flug? Steht es hier, genau, in der Halle. Die Silo-Walze steht da. Okay, da steht der Düngefall. Das ist der. Ja, lass uns mal überlegen. Weil, um ehrlich zu sein, wir brauchen ja auch irgendwann mal noch mal ein bisschen Fläche. Ne? So. Und da habe ich mir so gedacht, dann nehmen wir die 7. Die finde ich ganz nice. Und wir werden natürlich auch hinterher noch ein bisschen Wiesenfläche brauchen, ne? So, und Wiesenfläche würde ich dann auf der anderen Seite vom Hof noch die Riesenwiese nehmen. Überm Sägewerk. Das würde locker ausreichen. Oder? Das würde locker für unsere Tiere ausreichen. Womit wir Heu machen können, da können wir Strom mitmachen. Haben wir Wiese, da können wir Silage rausmachen, da können wir alles mitmachen. Und halt noch ein Feld. Wir haben ja jetzt schon die 4, also die ist ja schon echt groß. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch eins, wo wir noch nebenbei mit Geld verdienen können. Oder die 3. Die 3 direkt neben der 4, die ist verdammt groß. Naja, die 7 wäre eigentlich schon optimal. Ah, die 1 wäre auch nicht schlecht, da hast du recht. Aber ich wäre eher so für, ja, obwohl die 1. Ja, die 1 könnten wir auch nehmen, da hast du recht. Nehmen wir die 1, das passt. Müssen wir uns mal, ich fange mir das mal vor Ort angucken, wie die 1 aussieht. Und dann müssen wir mal schauen, dann müssen wir auch mit unserem Bankberater wegen dem Kredit ja reden, den wir ja nie hatten. Und dann müssen wir gucken, dass wir vielleicht noch einen Kredit kriegen, den wir dann, ja, den wir dann vielleicht in der nächsten Folge besprechen werden. Meine Lieben, das war's schon wieder für den Tag heute. Wir sehen uns dann am Dienstagabend wieder. 18.15 Uhr hier zu einer Runde unsere kleine Alpenfahrt. So, bis dahin, ciao, ciao und bye. Tschüss.